Hallo, hier spricht Kano Kassel. Dieser Videoclip vom Wintersport auf dem Kaunertaler Gletscher ist mit einem Sport-Minicamcorder von GoPro entstanden, der sich überall vom Helm über Brustgurt bis zum Ski befestigen lässt. Das Kaunertal mit seinen beiden Skigebieten hoch oben auf dem Gletscher und unten im windgeschützten Bergwald gehört seit einem Jahrzehnt zu unseren Lieblingsreisezielen im Winter. Normalerweise lieben wir die Abwechslung. Wenn wir trotzdem immer wieder gerne ins Kaunertal kommen, dann muss das seinen Grund haben. Werde ich nach dem Grund gefragt, dann antworte ich kurz und bündig. Wir schätzen freundliche Menschen, besondere Landschaften und weitläufige Pisten. Abseits des sonst weit verbreiteten Skirummels. Wer sich meinen Videoclip hier vom zweiten Weihnachtstag 2011 aufmerksam anschaut, der wird erkennen, worüber ich hier rede. Gletscherskigebiet kann man sich nicht verirren. Alle markierten Pisten sind von den Seilbahnen aus überschaubar. Nur im Tiefschneeabseits benötigt man gute Ortskenntnisse, wenn man nicht in der Sackgasse enden will. Von überfüllten, gefährlichen Skipisten kann auf dem Sonnengletscher zwischen 2.000 und 3.000 Metern Höhe keine Rede sein. Im Gegenteil. Alles ist weitläufig, einfach überschaubar und auch behindertenfreundlich.
Kein Wunder also, dass das Kaunertal auch zum Treffpunkt von Behindertensportlern geworden ist. Ich zähle mich selbst auch dazu. Der zweite Weihnachtstag 2011 ist ein sonniger, beinahe frühlingshaft milder und somit idealer Gletscherskitag. Trotzdem sind wir beinahe allein hier unterwegs. Warteschlangen an den Liften sieht man hier auch in Stoßzeiten selten. Auch deshalb sind wir hier. Viele Skifahrer fühlen sich durch die lange und bei Neuschnee auch schwierige An- und Abfahrt zum und vom Gletscher genervt. Wir lieben diese spektakuläre Hochalpenstraße, auch wenn wir gelegentlich Schneeketten benötigen. Will man die Anfahrt zum Gletscherrand auf 2740 Höhenmetern vermeiden, dann kann man auch den großen Parkplatz an der Ochsenalm auf 2150 Metern nutzen und sich mit dem Sessellift hochtragen lassen.
Doch wir fahren am liebsten mit unserem Versorgungsbus ganz hoch. Thank you.
Bei vorschriftsgemäßer Fahrgeschwindigkeit benötigen wir mit unserem Campingbus vom Gletscherrand bis zur dörflichen Metropole Feichten auf ca. 1200 Meter ungefähr 45 Minuten. Das ist uns das schöne Bergpanorama wert. Sie es
Schatten. Die weite Welt ist eng geworden.
gerne so ganz nebenbei seine Reisen, Sportaktivitäten und Projekte aller Art in Wort und Bild öffentlich dokumentiert, der hadert immer wieder mit seiner Ausrüstung. Entweder ist sie gut, aber zu schwer, zu teuer und zu lästig. Oder sie ist klein und handlich, aber taugt nichts. Seit kurzem teste ich einen winzigen Full-HD-Foto- und Filmcamcorder von der Firma GoPro, mit dem man sich selbst bestens in Szene setzen kann. Was dabei herauskommt, zeige ich in dieser Kaunertal 2012-Serie quasi aus der extremen Weitwinkelperspektive. Also ich muss gestehen, mein Fahrstil ist nach vielen Beinbrüchen schlecht, aber nicht so breitbeinig und lahm, wie es hier aussieht. Die wasserdichte Mini-Sportkamera befindet sich vorne auf meinem Ski und erfasst mich mit einem extremen 170 Grad Weitwinkel. Das macht mich klein, oh und breitbeinig. Wie klein doof wie auf Urlaub. Oder fahre ich tatsächlich so schlecht Ski? Was mich hier auch noch stört, der Film zittert und ruckelt. Doch das leuchtet ein. Wenn das Sportgerät, an dem ich die winzige Kamera im wasserdichten Gehäuse befestigt habe, vibriert wie ein Ski, dann überträgt sich die Vibration auf die Kamera und ihre Bildwiedergabe. Wenn die mitgelieferten Halterungen von GoPro dazu noch zusätzlich Spiel haben und rattern, dann wird die Aufnahme unansehnlich. Das mit den bildzerstörenden Vibrationen gilt übrigens auch für folgende Serienfotos. Doch hier kann man Schrott einfacher aussortieren. Sicher nicht spielentscheidend, aber wichtig. Die Klebehalterungen aus dem GoPro-Kamera-Zubehör lösen sich nach einiger Zeit wieder. So kann man die Kamera im Tiefschnee oder beim Einsatz auf dem Wasser leicht verlieren. Zusätzliche Seilsicherungen sind dringend nötig. Hier befindet sich die Minikamera an einem GoPro-Brustgurt. Das klappt im Prinzip prima. Aber die Weitwinkelaufnahmen sind fad. Obwohl meine Frau Astrid direkt vor meinen Skiern rumhampelt, wirkt sie weit entfernt. Weitwinkel vergrößert Distanzen.
der GoPro-Kamera kann man sich prima selbst filmen. Wie hier aus der freien Hand heraus. Doch wenn man andere und weitläufige Landschaften angemessen in Szene setzen will, dann benötigt man eine Zoom-Kamera statt einem extremen Weitwinkel. GoPro ist eine winzige, wetterfeste Kamera, die in jede Jackentasche passt und mit der man die Welt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln erfassen kann. Das gefällt mir. Auch die Full HD Bildqualität überzeugt. Allerdings haben viele Aufnahmen einen Gelbstich und Schnee wird oft überbelichtet. Die Kamera hat zwei Bildformate, die man je nach Bedarf einsetzen und gemeinsam verarbeiten kann. Es gibt 4x3 mit 170 Grad Weitwinkel und 16x9 mit 127 Grad Weitwinkel. Die höchste Auflösung von 1080p hat das 16x9 Format. GoPro stört mich wenig beim Skifahren. Nur alle 15 Minuten muss ich den Akku wechseln. Ich besitze drei Stück von der Sorte, die ich mit dem Zigarettenanzünder im Bus wieder schnell aufladen kann. Hier habe ich übrigens die Kamera am Griff meines Skistocks befestigt.
wodurch sich neue Blickwinkel ergeben. Interessante Montageideen sind gefragt, um zu ungewöhnlichen Blickwinkeln zu kommen. Eingebläut. Ihr müsst euch von der Trägheit des Körpers befreien und von der Angst vor dem Schmerz. So könnt ihr euer eigener Herr sein, so tauschen sie das Joch der Armut
gegen ein wohl besseres Schicksal. Sie dienen nun den Stangen aus Stahl.
wir drehen um zum Stangenausstand. Sie sind unser Halt und unsere Qual. Sie sind unsere Freude, sie sind unser Leid.
Wenn es richtig fett zu schneien beginnt, dann freue ich mich auch mit 60 Jahren noch so heftig darüber wie mit 6. Je stärker, umso besser. Das im Winter oft gebräuchliche Unwort Schneechaos macht mich weder ängstlich noch wütend, sondern ruft klammheimliche Freude in mir hervor. Ich mag es, wenn die Natur den scheinbar alles beherrschenden Neuzeitmenschen immer wieder mal die Grenzen aufzeigt und Stillstand im Getriebe verursacht. Eigentlich gibt es weder ein Schnee- noch ein Wetterchaos, sondern im konkreten Fall die steigende Unfähigkeit der Menschen, mit viel Schnee sinnvoll umzugehen. Dabei fällt keineswegs mehr Schnee als früher. Trotz steigender Abneigung gegen Winter- und Schneechaos zieht es viele Menschen im dicksten Schneetreiben in die alpinen Wintersportorte. Warum? Trotz steigender Preise ist der alpine und kostspielige Winterurlaub in den immer noch verschneiten oder beschneiten Alpen sehr beliebt. Auch bei uns. So fahren wir jeden Winter wieder hin, obwohl sonnige Regionen auf der südlichen Erdhalbkugel locken. Irgendeinen versteckten und intimen Reiz muss dieses merkwürdige weiße Zeug doch irgendwie haben. Beinahe jeden Morgen frage ich mich aufs Neue, ob ich mir die unbequemen Skischuhe und das knackende Gelenke verursachende Skifahren immer noch antun muss. Doch trotz aller stillen Flüche und heimlichen Qualen, ich muss. Da wir nur maximal 2 Wochen im Jahr auf Skiern und Snowboards talwärts rutschen, gehören wir in diesem Metier nicht zu den Guten. Wundern uns aber jedes Jahr wieder, wie viele unsportliche Leute mit bescheidenem Können auf den Skipisten rumhampeln. Aber eigentlich ist es ja total wurscht, wer wie gut oder schlecht Ski fährt, wenn dabei nicht eine sehr hohe Unfallgefahr bestehen würde. Auf der Skipiste geht es zu wie auf der Autobahn. Es gibt Routinierte, die sich an die Spielregeln halten. Gute, die schnell und sicher unterwegs sind. Anfänger, die lange brauchen, bis sie unten sind. Und Pistensäue, die schnell aber schlecht fahren. Vor denen habe ich Angst. Je voller eine Skipiste ist, desto größer ist die Unfallgefahr. Deshalb meiden wir solche Skigebiete und fahren abseits und zu Zeiten, wo nur wenige Menschen unterwegs sind. Deshalb sind wir oft im Kaunertal auf dem schneesicheren Gletscher oder hier in dem kleinen, überschaubaren Waldskiort Fentels. Der dortige Skipass gilt für beide Skigebiete. Als Anfang Januar 2012 das schneereiche Sturmtief Andrea Westösterreich und Fendels erreicht, da wird es auch uns zu viel und wir machen uns vorübergehend aus dem Staub. Musik.
Hier sind wir vom lawinengesperrten Kaunertal aus unterwegs durchs Inntal vorbei an Innsbruck zum Achensee, um dort unsere kleine Tochter Samira abzuholen, die ein paar Tage bei ihrer großen Schwester verbracht hat. Wir kommen nur langsam, aber zügig voran. Nach einem kurzen Skistopp in der Christlum am Achensee sind wir bereits 24 Stunden später bereits wieder am Anfang des Kaunertals im Skigebiet Fendels. Das gefällt uns. Viele Leute schütteln verwundert ihre Köpfe über unsere Kajaks am Busdach und die wenigsten erraten, wofür wir sie eigentlich brauchen. Ganz klar, es sind unsere Skiboxen in passendem Design zu Kanukassel. Heute übernachten wir nicht in unserem Chaosbus in Fendels auf dem Parkplatz, sondern fahren ins nahe Kaunertal nach Feichten. Hier besuchen wir regelmäßig das Schwimmbad und natürlich die örtliche Gastronomie, wie zum Beispiel den Kirchenwirt, direkt neben der hübschen Kirche. Das Übernachten im Mobilcamper wird im Kaunertal, in Feichten und auch auf den Skiparkplätzen geduldet. Das gefällt uns. Während unserer zwei Wochen im Kaunertal im Winter 2011-2012 verbringen wir vier wunderschöne Tage auf dem sonnigen Gletscher. Die übrige Zeit müssen wir in Fendels verbringen, da bei Schneefall und Starkwind das Gletscherskigebiet gesperrt werden muss. Uns macht das nichts aus, solange es im vergleichsweise niedrigen Fendels auf 1300 Meter nicht taut und regnet. Eine Anmerkung am Rande. Es sind Weihnachtsferien. Alle Welt hat Urlaub. Der Gletscher ist gesperrt und trotzdem sind die Skipisten in Fendels nicht überfüllt. Das gefällt uns. Thank you.
Anfang Januar 2012 gibt es in den Alpen immer wieder mal kurze Gewitter. Und in tieferen Lagen regnet es auch öfters. Warm- und Kaltfronten wechseln rasch. Das Wetter ist nicht stabil. Doch uns stört es nicht. Wir haben Spaß. Ich muss gestehen, meine lädierten Beine vertragen nach zahlreichen Brüchen und Operationen keine schwarzen, schweren Buckelpisten mehr wie einstmals. Deshalb bevorzuge ich heute eher Skigebiete wie Fendels, mit blauen und roten, glatt gebügelten Abfahrten. Über einen eher veralteten Vierersessel und einen steilen Ankerlift kommt man auch in Fendels über die Baumgrenze von 2000 Metern. Hier oben müssen bei viel Neuschnee auch wie anderswo Lawinen abgesprengt werden. Anfang Januar 2012 muss beim schneereichen Sturmtief Andrea auch dieses kleine Skigebiet Fendels wegen akuter Lawinengefahr und Stromausfall gesperrt werden. Deshalb ist es gut, dass wir einen 12 in 14 Tage Skipass haben. Denn 3 Tage geht hier in den Kaunertaler Skigebieten während unseres Aufenthalts gar nichts mehr. Get so high, can tell you why. Don't be too shy, 'cause I don't lie. Get so high, can tell you why.
Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber in diesem Winter 2011-2012 entdecken wir das Rodeln neu und kaufen uns drei rasante Zipfelbobs. Das kommt daher, dass es in den Skigebieten am Achensee und in Fendels herrlich lange Rodelbahnen gibt, zu denen man bequem mit dem Skilift aufsteigt. Immer wenn meine Beine vom Skifahren müde werden, geht es rasant auf dem Hintern weiter talwärts. Das gefällt mir. Winter 2011-2012 treiben wir uns wieder zwei Wochen lang mit unserem Chaosmobil im Hochgebirge rund ums Kaunertal rum. Es ist wieder eine spannende und erlebnisreiche Reise. Diese YouTube-Clip-Serie beginnt nicht mit dem ersten, sondern dem letzten Tag dieser Reise, die wir vorzeitig beenden müssen. Sturmtief Andrea macht uns einen Strich durch die Rechnung. Nein.
Innerhalb von 24 Stunden fällt ein Meter Neuschnee in Westösterreich. Das führt zu einem Schneechaos und stark erhöhter Lawinengefahr. Und wir stecken mittendrin. Mit dem vielen Schnee gefällt uns. Auch das Chaos. Nur nicht die steigende Lawinengefahr. Doch wir bleiben trotzdem. In diesem Winter haben wir das Rodeln neu entdeckt. Als Ergänzung und Alternativ zum Skifahren und Snowboarden. Es macht uns auf den praktischen Zipfelbobs tierisch Spaß. Musik.
Ich muss gestehen, wir sind heute nicht die schnellsten, aber dafür einzigen Schlittenfahrer auf der tief verschneiten Rodelbahn von Fendels. Die 4 Kilometer von 1870 auf 1360 Meter legt man normalerweise in 10 Minuten zurück. Heute versinken wir im Neuschnee und brauchen wesentlich länger.
muss gestehen, so allmählich habe ich vom Schneetreiben die Schnauze voll und von der Lawinengefahr, den geschlossenen Pistenkneipen und gesperrten Parkplätzen. Ich glaube, wir hauen jetzt ab.